Liebe Buben, geschätzte Freus, Hallöchen, Pupüchen. Ja, ihr hört richtig, ich bin's wieder, die verführerisch charmante Stimme. Mein Name ist Droid und ich bin der kleine Bruder von Trixie, dem Roboter. Heute werde ich euch mit folgendem Thema betören. Obwohl ein Fuchs nur an die 40 cm groß ist, kann er doch eine Hausgans oder sogar einen Hasen davontragen. Seine Schnauze ist lang und schmal, seine Ohren relativ groß und spitz, sein buschiger Schwanz, Rute oder Lunte genannt, misst 50 cm. Das weibliche Tier heißt Fehe. Die Jungen nennt man Welpen, so wie beim Hund. Die Fehe kann 4 bis 5 Junge bekommen. Sie bringt den Jungen auch lebendige Tiere, denn die Kleinen sollen lernen, wie man die Nahrung fängt und tötet. Gerne gräbt sich Meister Reinecke einen Höhleneingang unter einer starken Baumwurzel, aber noch lieber lässt er sich in einem Dachsbau nieder, selbst wenn der Dachs noch darin wohnt. Füchse und Dachse vertragen sich nämlich ganz gut miteinander. Der Fuchs ist ein Räuber und begibt sich bei Dämmerung oder in der Nacht auf die Jagd. Zu den Feinden des Fuchses zählt vor allem der Mensch, aber auch der Hund, der Uhu und vor allem die Tollwut. Der Fuchs hat einen ausgezeichneten Geruchssinn. Das Quietschen einer Maus hört er auf 70 Meter Entfernung. Füchse können bellen, kläffen und sogar kreischen. Ein Fuchs riecht 130 Mal besser als der Mensch. Man sagt aber, der Fuchs wittert sehr gut. Die Menschen bezeichnen den Fuchs gerne als schlau, aber er ist eher vorsichtig. Zu Reineckes bestem Trick gehört das Totstellen. Er legt sich hin, stellt sich tot und wenn eine aasfressende Krähe herangehüpft kommt, schnappt er zu und hat sein Opfer schon im Maul. Dieses Tier ist auch ein Gesundheitspolizist, weil es kranke und alte Tiere frisst. Der Fuchs kann Aas kilometerweit riechen und von seiner Beute lässt er nur ein paar sauber abgenagte Knochen liegen. Tollwütige Füchse erkennst du daran, dass sie meist zutraulich werden. Da die Tiere nicht mehr schlucken können, speicheln sie sehr stark. Menschen und Tiere können durch eine Impfung geschützt werden. Füchse erhalten eine Schluckimpfung, die in Köder, also in rohem Fleisch, gesteckt wird. Wirst du von einem tollwütigen Fuchs gebissen oder auch nur abgeschleckt, gehe bitte sofort zum Arzt. Eine Impfung schützt dich vor dieser tödlichen Krankheit. Entdeckst du ein tolles Tier? Greife es nicht an, aber melde es sofort deinem Förster. Bitte seid lieb zu mir in den Kommentaren und schreib dort nichts Böses rein, denn ich werde es ohnehin rauslöschen. Komplimente sind hingegen gerne willkommen. Ach ja, und vergiss auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, das Video auf jeden Fall zu liken und es auf WhatsApp und Facebook mit euren Spezies teilen. So, jetzt will ich mich nicht länger aufhalten. Auf Video sehen, bis bald, Rian, und ciao, kau, kau. Ich verabscheue mich. Tschüss.